einen mir sehr lieb gewonnenen Freund auch, der reichlich Erfahrung hat mit Widerstand im positiven wie im negativen Sinne. Er hat die älteste Bürgerinitiative Deutschlands gegründet, die Schutzgemeinschaft Filder. Sie sind durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Sie haben zumindest eine zweite Startbahn oben auf dem Flughafen verhindert. Und heute steht er hier allerdings mit einem, ich bin sehr gespannt, mit einem Kulturbeitrag. Steffen, dein Mikrofon. Vielen Dank. Sie erwarten wahrscheinlich Inhaltliches zur Filder, da gäbe es unendlich viel zu sagen. Nicht, wie können die den Stresstest hier unten machen, wenn nicht klar ist, was oben überhaupt runterkommt. Aber ich will was ganz anderes machen heute. Ich will einen Schüttelreim Ihnen mitteilen. Viele wissen nicht, was ein Schüttelreim ist. Also ich sehe hier viele Fahnen schwingen, ich will es an einem Beispiel sagen. Nicht, wer von diesen Fahnenschwingern hat die schönsten Schwanenfinger? Das wäre ein Schüttelreim. Fahnenschwinger und Schwanenfinger. So ein Doppelwort, bei dem man den ersten Buchstaben vertauscht. Ich habe jetzt mir lange Gedanken gemacht, wie ich das Ganze nennen soll. Kurz und prägnant, worum geht es hier seit 75 Demonstrationen? Meine kürzeste Form hieß Kopf oder Darm. Ich beginne mal. Mir wird in Tunneln mulmig, echt. Wo doch so gerne nach Ulm ich möchte. Ich hasse die finstere Schattenreise in Röhren voller Rattenscheiße. Es fördert die Ekstase nicht, wenn Mief einem in die Nase sticht. Im Geist ein Bild ich tragisch male von dieser irren Magistrale. Man könnte an all dem Dreck verzweifeln und Gift zu bösem Zweck verträufeln. Natürlich gibt es Alternativen. Wir sind doch nicht im Tal der Naiven. Wir bilden hier ein Sammelbecken von Klugen, nicht von Bammelsäcken. Uns machen nicht so Macker an wie Grube oder Ackermann. Ein paar Worte zum Schwarzen Donnerstag. Im Park, die Menschen weinen stumm. Es flögen Pflastersteine, wumm, behauptet unverfroren Rech, schießt selbst aus allen Rohren frech. Der alte Herr, ich find, er hat sich benommen ziemlich hinterfotzig. Nun wollen wir ja das Hauen lassen, doch kann man auch die Lauen hassen. Der Ton, er wurde langsam rauer durch Markus Stumpf und auch Ramsauer. Es stört doch diese Brüder nicht, wenn Recht und Ordnung niederbricht. Im Park noch, wo sich Wiese dehnt, man sich im Paradiese wähnt. Nie mehr mag Gott ein Häcksler dröhnen und niemals mehr der Drechsler höhnen. Kurze Reime zum Monatsbau. Auch wenn die Bahn schon rührend Beton dem Monatsbau gebührend Rettung. Man sitzt blockiert, trägt Schal zu Mützen, um Winters dies Denkmal zu schützen. Mehr als Respekt gebührt dem Werk von uns, ja von ganz Württemberg. Was würde uns bei Stuttgart 21 erwarten? Wenn denn die Abrissbirne hallt, Zorn sich in unserem Hirne ballt. Die Stadt wird voll mit Dieselruß, bemerken wirst im Rieseldus.
Das Wassermanage Lumpenpack färbt röhrenblau mit Pumpenlack. Der Bau sich durch Dekaden schindet und weit ins Land den Schaden kündet. Die Stadt heizt auf, als hing ein Ofen im Himmel, o Herr Ingenhofen. Und ich als dieses Ortes Sohn nenn's, was die hier planen, einfach Nonsens. Zum Stresstest. Das muss man doch im Prinzip sehen. 8 Gleise sind schlechter als 17. Die Engstellen kommen scharenweise, die Pläne sind und waren scheinbar. Erwartet wird ein Filter-GAU. Als Nichtabsteiger gilt der VfB, das ist ein schlechter Reim. Zurück zu den Filtern. Wie wollen die ohne Baurecht siegen? Den Mist kann keine Sau recht biegen. Die Neubaustrecke zwickt der Teufel, an jeder Steigung tickt der Zweifel. Da wird man Wut und Güter gegen den Murksplan ohne Güter wägen. Professor Martin, muss ich anders sagen, Prof. Martin wirkt gutachterlich, sagt, alles klappt, da lacht der Ich. Sein Handeln, also ist von Professor Martin, sein Handeln ist nur grauer Dienst. Herr Käfer meistens dauergrinst. Wer sagt hier, dass die Gönner kifft? Ihr Werben ist für Könner Gift. Der Geißler stets als Heller galt, jetzt plädiert er für'n Kellerhalt. Der Bacchus nicht den Schuster liebt, an dessen Ruf mit Lust erschiebt. Zur aktuellen Politik. Ob angesichts von leeren Kassen so Schmiedels sich bekehren lassen? Ist Schmied der grünen Mustergatte? Nicht, dass er im August ermatte. Ob er hinab den Kretsche zielt? Im Übrigen viel zu viel Geld der Zetsche kriegt. Man koaliert, probt Wacker S. Liebt Sonne, Wind, nicht AKWs. Und speziell an die SPD gerichtet. Merkt, dass die Bahnhofssache Rotz ist. Sonst spürt ihr unsere Rache, Sozis. Schon wird die Bahn beim Graben schwach. Wir machen täglich Schwabenkrach. Es pfeift und quietscht wie ein Ferkelmord. Man wünscht sich Haug und Merkel fort. Und montags trifft man weiter sich. Nicht nur Herr Markus seither wich. Schlussbemerkungen. Stuttgart, du Stadt voll Weltengeist, bei Kennern du zu gelten weißt. Stuttgart, wo Philosophen denken, den Bahnhof wollen die Doofen senken. Stuttgart, du Sitz von Staatenlenkern, wo Bürger jetzt im Laden stänkern. Wann werdet ihr Planer gescheit gezüchtet? Wir Bürger schreiben Zeitgeschichte. Noch 2 Reime. Bei uns gesellt sich Mut zu Geist und also wird es gut zumeist. Wir lieben Stuttgarts tiefen Charme, den Kopf
und nicht den schiefen Daumen. Vielen Dank an Steffen Kiegel von der Schutzgemeinschaft Kühle. Heute mal wieder einen ganz anderen Wortbeitrag, wie wir sonst von Ihnen gewohnt sind. Jetzt